Sie sind hier, 30. November 2018, 8.39 Uhr, von Sport 1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Julian Gressel hofft in der MLS auf den großen Wurf. Urheberrecht Getty Images. Julian Gressel und Kevin Kratz ziehen mit Atlanta United ins Finale der MLS ein. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Die deutschen Profis Julian Gressel und Kevin Kratz stehen mit Atlanta United im Playoff-Finale der nordamerikanischen Profiliga MLS. Atlanta leistete sich im Halbfinalrückspiel bei Hauptrundenprimus New York Red Bulls eine 0:1, 0:0 Niederlage, nachdem das Team aus Georgia im Hinspiel mit 3:0 triumphiert hatte. Im Endspiel empfängt Atlanta am 8. Dezember die Portland Timbers, die sich nach torlosem Hinspiel mit 3:2, 0:1 bei Sporting Kansas City durchsetzen. Gressel spielt durch Kratz. Neuserwist Gressel, 24, spielte 90 Minuten, durch Kratz 31, saß die gesamte Spieldauer über auf der Bank. Bei New York wurde Mark Radkowski, 28, in der 55. Minute eingewechselt. Den Treffer für New York erzielte Tim Parker in der 4. Minute der Nachspielzeit. Dann würde in Atlanta eine riesige Party ausbrechen. Wenn es nach den Fans geht, verdienen wir den Cup. Dann würde hier in Atlanta eine riesige Party ausbrechen. Die Unterstützung, die wir haben, ist Wahnsinn. Es macht großen Spaß, ein Teil des Vereins zu sein, hatte Gressel zuvor im Sport1-Interview gesagt. Ein MLS-Cup-Gewinn hat für die Fans, den Verein und auch die Medien eine größere Bedeutung als der Supporters Shield. Und auch als Spieler ist das natürlich eine sehr coole Sache, so der Mittelfeldspieler außerdem. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus Allenberg. Mehr von Sportinformationsdienst.